Mein Name ist Andreas Beckmann. Ich bin Herzchirurg und Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie. Die DGTHG ist eine medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft, die auf nationaler und internationaler Ebene auf der einen Seite Kongresse veranstaltet und Symposien, Seminare, sich um die Facharztweiterbildung kümmert, das Fachgebiet wissenschaftlich vertritt und auch anderen Institutionen im Gesundheitswesen in Deutschland für Auskünfte, Beratungen zur Verfügung steht. Die DGTHG ist da verpflichtet, sich wissenschaftlich einzubringen, auf nationaler, auf internationaler Ebene, und tut dies unter anderem auch, indem sie sich mit Einzelthemen aus der Herzmedizin beschäftigt und hierzu zusammenfassend Positionen oder aber auch Konsensus mit anderen Fachdisziplinen erstellt, diese veröffentlicht, damit sie öffentlich zugänglich sind und somit auch für Entscheidungen verwendet werden können. Für den Patienten bedeutet das, dass er sich darauf verlassen sollte, dass die Menschen, die Ärzte, die ihn behandeln mit seiner Herzerkrankung, wissen, dass der wissenschaftliche Stand gegenwärtig bei der jeweiligen Behandlung eingehalten wird. Nachdem die medizinische Leitlinie für die Ärzte publiziert worden ist, ist gegenwärtig in der Erstellung eine sogenannte Patientenleitlinie, die nochmal laienverständlich das erläutert, was in der Leitlinie für die Ärzte klar ausgeführt ist.